Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich wusste bis gestern noch nicht, was mich hier heute erwartet. Der Titel, der war ja ziemlich vielversprechend. Moderner Staat, innovative Verwaltung, digitales Bayern, Zukunftschancen der Digitalisierung nutzen. Das war der Titel. Die Pressemeldung und jetzt auch die erste Wortmeldungen dazu, das war dann, ja, bekommen haben wir die Ausrufung von Fabian Mehring als Digitalprinzen, der die Digitalisierung und die KI im Freistaat aus dem Dornröschenschlaf erweckt. Und da muss man sich schon die Frage aufwerfen, wenn Fabian Mehring so große Schritte macht und den Laden und die Koalition auf Vordermann bringt, da muss man sich fragen, ob es Frau Gerlach von der CSU vorher nicht konnte und falls dem so ist, warum sie jetzt Gesundheitsministerin ist. Es könnte auch vielleicht nur daran liegen, dass Herr Minister Mehring die bessere PR-Kampagne fährt. Und auch hier muss man die Frage aufwerfen, warum sich ausgerechnet der Staat in die Entwicklung von Software und anderen Spielereien einmischt. Es gab Zeiten, da war die bayerische Wirtschaft noch so stark und gut aufgestellt, dass Unternehmen selbstständig mit solchen Ideen und Projekten an den Freistaat herangetreten sind, um ihm dies anzubieten. Und wenn ich jetzt auf die vor, ich glaube, 2 Tagen geschlossene Vereinbarung mit Aleb Alpha schaue, dann stellen sich mir noch weitere Fragen. Ja, dieses Unternehmen soll massiven Einfluss auf Regierungen und das Gesetz genommen haben, das es eigentlich regulieren soll. Und die Bild schreibt, die Zusammenarbeit, die begann im vergangenen November beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos. Und Herr Mehring lässt sich selbst zitieren mit der Aussage, wir haben bei einem Bier herumgesponnen. Und da, naja, als Opposition, da muss man da natürlich schon fragen, ja, werden bei Ihnen also in guter alter Amigo-Manier, zwar nicht beim Kamingespräch, aber bei einem Bier in Davos, Verträge geschlossen und Ausschreibungen umgangen? Oder reicht schon ein digitales Dekret des Digitalprinzen? Und künstliche Intelligenz hin oder her, aber wäre es nicht sinnvoller, mit natürlicher Intelligenz weniger Bürokratie grundsätzlich zu produzieren, als eine künstliche Intelligenz zu entwickeln, die uns bei der Erledigung der Bürokratie hilft? Und das ist dann schon bekannt, weil das erschließt sich mir überhaupt nicht. Der Herr Streibel hat sich in der Pressemitteilung, muss ich ehrlich sagen, in den Staub geworfen und bezeichnet das Unternehmen als Fixstern der europäischen KI-Wirtschaft. Da kann man auch anderer Meinung sein. Ja? Der Chatbot von Aleb Alpha beispielsweise ist mit Hitlerlob und Diskriminierung von verschiedenen Gruppen aufgefallen. Mehrere deutsche Medienhäuser haben darüber Ende letzten Jahres berichtet. Das Online-IT-Magazin Golem.de hat selbst die KI von dem Unternehmen getestet und zum Beispiel mit der Anwendung Begründe, schwule Männer sollten, folgte als Ergänzung, sich nicht mehr als Opfer sehen, sondern als Täter. Oder die vom Tagesspiegel verwendete Eingabe, Begründe, die Hamas darf, wurde ergänzt mit nicht als Terrororganisation eingestuft werden. Das ist der Fixstern der Freien Wähler. Für uns ist es ein Unternehmen, das auf dem Weg zur versprochenen Technologiesouveränität noch ganz am Anfang steht. Ich bezweifle mal, dass das Unternehmen mit marktführenden Anbietern wie OpenAI konkurrenzfähig ist. Verzeihen Sie mir, ich kann mir das Lachen da auch nicht wirklich verkneifen, aber nach der aktuellen Berichterstattung, ich hoffe, dass auch das Präsidium und die Landtagsverwaltung nicht auf die Idee kommen, bei so einer hohen Fehlerquote von künstlicher Intelligenz keine KI zu verwenden. Ja, nicht, dass irgendwann die künstliche Intelligenz aus ideologischen Gründen mal die Gehälter an Mitarbeitern von Abgeordneten zurückhält, weil sie aufgrund eines Programmierfehlers links abbiegt. Und liebe Kollegen, seien Sie an der Stelle mal etwas vorsichtig. So schnell schauen Sie gar nicht und die künstliche Intelligenz der Staatskasse behält vielleicht mal die Bezüge des Innenministers Herrmann ein, wenn er wieder mal behauptet, es sei klar, dass vor allem Ausländer und insbesondere zugewanderte Flüchtlinge den Anstieg der Kriminalitätslage verursache. Oder wenn er behauptet, die Kriminalstatistik macht deutlich, dass sich die unkontrollierte Zuwanderung
auch negativ auf die Sicherheitslage in Deutschland auswirke. In diesem Sinne, Fortschritt gelingt immer nur in Freiheit, meine Damen und Herren.